Grüezi miteinander. Mein Name ist Martin Wunderli. Ich bin Gemeinderat im Parlament in Wetzikon und Präsident der Grünen in Wetzikon. Wieso sind wir heute da? Die Grünen haben das Postulat eingereicht, Tempo 30 in Kempten-West. Und heute wollen wir die Unterschriften von der Bevölkerung, die in Kempten-West gesammelt worden sind, am Stadtrat überreichen. Es sind 373 Unterschriften, die die Bevölkerung gesammelt hat. Und all die Menschen, die wollen, dass man in Kempten-West Tempo 30 einführt. Jetzt stellt man sich die Frage, wo ist denn Kempten-West? Und Kempten-West ist eigentlich um den Bahnhof Kempten herum, Richtung Bahnhofstrasse. Jetzt freut es uns sehr, dass der Stadtrat anwesend ist und auch die Gemeindeschreiberin. Ich möchte sie kurz vorstellen, ist die Gemeindeschreiberin Martina Burri, der Stadtpräsident Rudi Rüfenach und der zuständige Stadtrat Pascal Bassu. Zu meiner Linken wäre das Komitee, das eigentlich Kempten-West vertritt. Das ist Claudia Gscheid. Sie ist die Initiantin von dieser Tempo-30-Idee. Dann ist der Peter Bescheid, Karin Schoch, Andrea Heiniger und Annette Osa. Und jetzt möchte ich Claudia Bescheid die Frage stellen, wieso wollt ihr eigentlich Tempo 30 in Kempten-West und was versprechen ihr euch davon? Also wir erhoffen uns durch die Umsetzung von Tempo 30 für die Quartierbevölkerung Steigerung von der Lebensqualität. Und zwar durch die Reduktion der Abgas- und der Lärmemissionen durch die tieferen Geschwindigkeiten. Das führt auch zu einem ruhigeren Fahrverhalten. Der Verkehr fließt gleichmäßiger und trotzdem können die gleichen Frequenzen wie bei Tempo 50 erreicht werden. Ich erwarte und auch die Bevölkerung eine Erhöhung der Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern. Eine Reduktion von 50 auf 30 km pro Stunde halbiert den Bremsweg. So wird der Schulweg für Kinder sicherer und die langsameren Verkehrsteilnehmenden fühlen sich wohler. In Kempten-West hat es Schulen und Betreuung, Kleinkinderbetreuungseinrichtungen wie der Kindergarten Kempten, die Tagesschule Salz, das Kinderhaus Kempten und die Spielgruppe Wunderland. Auch sie unterstützen Tempo 30. Ich hoffe auch auf eine deutliche Entschärfung der Autoposer rund um den Bahnhof Kempten. Danke vielmals, Claudia Bescheid. Jetzt hätte ich eine Frage an den Stadtpräsidenten Rudi Rüfenach. Rudi Rüfenach, wie stehst du persönlich zu Tempo 30 und wie steht der Stadtrat von Wetzikon zu Tempo 30? Für den Stadtrat kann ich nicht reden. Persönlich finde ich Tempo 30 am richtigen Ort, dort angewendet, eine sehr gute Lösung. Es kommt eben auf die Situation vor Ort drauf an, auf die einzelne Situation. Nicht überall ist Tempo 30 richtig. Das heisst, man muss von Fall zu Fall immer neu beurteilen. Danke, Herr Rudi Rüfenach. Ich hätte noch eine weitere Frage an die Stadtschreiberin, an Martina Burri. Martina Burri, wie interpretierst du die hohe Zahl von 373 Unterschriften und wie geht die Verwaltung mit so Volksanliegen um? Also die hohe Anzahl von 373 Unterschriften sagt uns natürlich, dass breites Interesse da ist an dem Anliegen, dass das breit gestützt ist. Wir prüfen in der Verwaltung sämtliche Anliegen, die wir überkommen, seriös prüfen, unabhängig davon, ob es von einem Einzeleinwohner, von einer Einzeleinwohnerin eingereicht wird. Wenn aber so viele Personen ein Anliegen unterstützen, zeigt uns das natürlich aber, dass es nicht ein Einzelinteresse ist, sondern ein breit abgestütztes Anliegen, mit dem eingereicht wird. Danke vielmals, Martina Burri. Jetzt wird Claudia Bescheid die Unterschriften am Stadtrat offiziell übergeben. Claudia, bitte.
geschätzter Herr Basso, im Namen von der Quartierbevölkerung von Kempten West überreiche ich Ihnen die 373 Unterschriften, die wir gesammelt haben, für die Einführung von einer Tempo-30-Zone. Es soll aufzeigen, dass die Bevölkerung das auch wirklich will. Bitte schön. Herzlichen Dank. Merci vielmals. Also ich denke, es ist schon mal eine Leistung, dass man so viele Leute findet, die ein Anliegen unterstützen. Das ist auch für mich, glaube ich, die Demokratie, dass man eben sich einbringen kann und sich für etwas engagiert. Merci vielmals. Wir werden es prüfen. Entsprechend dann auch, es ist ja noch ein Postulat unterwegs im Parlament, entsprechend darauf reagieren. Und dann würden Sie auch wieder von uns hören, zeitnah. Danke. Der Bevölkerung ist auch noch wichtig, dass man das so schnell wie möglich umsetzen könnte. Und ganz wichtig, dass auf den Fahrbahnen keine baulichen Massnahmen gemacht werden. Also keine Riegel und keine Küsse. Wie in anderen Gemeinden schon üblich, haben wir das Gefühl, dass es langt, wenn man es einfach klar signalisiert. Ja. Darf ich Ihnen, Herr Basso, noch drei Fragen stellen? Selbstverständlich. Wie ist Ihre persönliche Meinung zu Tempo 30 für unser Quartier? Ich denke, eben Tempo 30 grundsätzlich ist vor allem in den Quartieren eine gute Sache, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Ganze ein bisschen runterfahren und so ermöglichen, dass eben alle, die sich in diesem Quartier bewegen, sagen, dass Autofahrer, Töff, Velofahrer, aber eben auch Fußgänger, der Langsamverkehr, vor allem auch Kinder und ältere Leute, sich möglichst sicher und gut können in einem Quartier bewegen. Es müssen alle aneinander fürchten und ich denke, mit der Tempo 30 ist eine Möglichkeit, um sich besser oder dynamischer auch in einem Quartier bewegen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es ist nicht die Lösung für alles. Also wir vom Tiefbau versuchen beispielsweise auch durch bauliche Massnahmen Quartierstrassen besser zu gestalten, so dass man dann auch den Charakter von einer Quartierstrasse vielleicht gegenüber vor einer Sanierung eigentlich mehr erkennt und so die Leute einfach von sich aus auch entsprechend sich angepasst verhalten, ohne dass man jetzt das immer muss mit Tempo 30, sagen wir, signalisieren. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie geht es weiter nach der Begründung des Postulats nächsten Montag an der Parlamentssitzung? Was sind die nächsten Schritte? Genau. Also im Parlament wird jetzt das Postulat begründet. Dann hat der Stadtrat eine gewisse Zeit lang Zeit, Stellung dazu, also ob er es überhaupt entgegennehmen will, weil das Postulat sagt da, lieber Stadtrat, tun du eine Massnahme in deinem Aufgabenbereich prüfen, anschauen, siehst du den Handlungsbedarf, muss man etwas machen und was würdest du dann machen? Und der Stadtrat schaut mal zuerst, ist das überhaupt nötig, weil es kann manchmal je nach Vorstoss ja sein, dass man etwas vor ein, zwei, drei Jahren auch schon angeschaut hat, dann ist es meistens nicht mehr nötig, nochmal darüber zu gehen. Er wird dann am Parlament sagen, wir wollen den Vorstoss entgegennehmen zur Prüfung oder wir lehnen es ab, dass wir den entgegennehmen. Dann kommt es wieder ins Parlament, dann wird wahrscheinlich der Herr Wunderli dann bei der Überweisung entsprechend das Parlament dazu bewegen wollen, dass sie dann sagen, wir finden so oder so, was du gesagt hast, Stadtrat, ein wichtiges Anliegen, wir tun das überweisen und dann hat der Stadtrat den eigentlichen Auftrag und nicht mehr eine Zeit, das abzuklären und dann eine entsprechende Antwort zu geben. Also das kann sein, dass man dann etwas geprüft hat oder sogar schon etwas gemacht hat und das kommt dann in einen Bericht, geht dann am Schluss wieder zurück ins Parlament und dann wird eigentlich der Vorstoss abgeschrieben. Okay, vielen Dank. Und wann können wir frühestens mit einer Umsetzung im Quartier rechnen? Also vielleicht zum ganzen Vorgang, wenn wir jetzt das anschauen, je nachdem, dann gibt es ein Gutachten zuerst einmal. Man muss schauen, was passiert, auch mit den umliegenden Strassen, die vielleicht noch nicht Tempo 30 haben oder nicht haben. Gibt es Ausweichverkehr in anderen Strassen oder so, oder allenfalls auch andere Quartiere, die man auch nicht will. Und wenn man das Gutachten dann hat, dann tut man ein kleines Projekt, mal ein Vorprojekt eigentlich machen und dann muss man mit der Kantonspolizei eben auch reden. Und die werden dann sagen, ja, also wenn ihr gar nichts macht, zum Beispiel nur signalisiert und keine bauliche Massnahmen, dann sagen sie meistens, das langt eigentlich nicht. Und sie verlangen, dass man minimale Massnahmen baulich macht. Und das schauen wir dann an, was das kann sein. Das könnten so Küsse sein oder so, wobei ganz klar auch der Stadtrat der Meinung ist,
Nur so wenig bauliche Massnahmen machen wir nötig. Aber das, was halt dann braucht von der Kantonspolizei her, das muss man dann wie erfüllen. Und wenn man dann so eine Zone hat und die Kantonspolizei das auch bewilligt, dann würde man das realisieren. Und dann würde man natürlich mit Messungen schauen, wirkt das schon? Sind die Massnahmen erfüllt? Oder muss man allenfalls dann halt nochmal baulich etwas machen? Sei das noch mehr zum Beispiel Rabatten oder Parkplätze auf der Straße markieren, was dann so für die Möglichkeiten gibt. Also das ist dann so ein laufender Prozess, der dann 2-3 Jahre geht. Und vielleicht, wenn man jetzt, je nachdem zum Schluss kommt, man macht da eine Tempo-30-Zone, dann würde ich sagen, frühestens kann man das nächste oder eher sogar das übernächste Jahr eigentlich damit rechnen. Okay. Das kommt jetzt ein bisschen auf den politischen Prozess drauf an und eben, wie man dann auch fürchten kommt beim ganzen Projekt entwickeln, je nachdem, wie man das macht. Ja. Vielen Dank, Herr Basel. Gerne. Im Namen der Unterzeichnenden möchte ich am ganzen Stadtrat, den Parlamentarierinnen und Parlamentarier schon jetzt danken für ihre Unterstützung und für die Umsetzung von Tempo 30 in Kempten-West. Wir zählen auf Sie. Vielen Dank. Danke, merci. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn mehr Zonen Tempo 30 in Wetzikon gäbe. Die Grünen setzen sich seit 20 Jahren ein für Tempo 30 und langsam gibt es eine Änderung in Wetzikon. Wir haben verschiedene Vorstöße, die hängig sind im Parlament für Tempo 30. Und wir alle glauben, dass Wetzikon reif ist auch und dass die Lebensqualität steigt, dass man viel bessere Umweltbedingungen kann schaffen kann und vor allem, dass es sicherer wird für die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Velo. Ich glaube, Wetzikon wird durch Tempo 30 aufgewertet und wir freuen uns alle, wenn der Stadtrat und das Parlament natürlich das Postulat umsetzen.